So, hallo zusammen, ich freue mich, Sie zu begrüßen. Heute habe ich ein ganz interessantes Thema dazu, endlich Business IT verstehen. Wir werden mal sprechen, wie eigentlich ERP, PLM, CM, CPQ und MES zusammenwirken. Und wir haben da ein neues Bild entwickelt. Dieses neue Bild möchte ich heute zeigen und darum geht es in diesem Film. Gut, bevor wir anfangen, ich freue mich über ein Like, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Abos für den Kanal und wir steigen gleich mal voll ein. So, im Kern kann man sich vorstellen, dass es erstmal etwas gibt, was ich das Core ERP nenne. Also eigentlich der Kern eines ERP-Systems. ERP-Systeme haben ja in der Vergangenheit viele Themen mit abgedeckt, weil es halt keine anderen Systeme gab. Aber im Kern des ERP-Systems kann man sich vorstellen wie eine Auftragsmaschine. Ich glaube, die Maschine kommt gleich, das sehen wir's. Das heißt, die macht aus Bedarfen, aus einer Primärbedarfen, Planprimärbedarfe oder direkt vom Markt kommende Bedarfe, über quasi eine Maschine, den MRP oder Dispolauf, wie man ihn nennt, rumpelt die Stücklisten runter und erzeugt Fertigungsaufträge und erzeugt Banffen. Das ist eigentlich, was ein ERP macht und das ist im Kern, was es noch tut, ist, wenn so eine Banff draußen ist oder wenn so ein Fertigungsauftrag draußen ist, dann hat er einen Lebenszyklus. Wenn der fertig ist, dann wird er zurückgemeldet, der bucht Kosten mit, die Kosten werden zusammengefasst, auf Konten sauber verbucht. Das macht es natürlich auch noch. Und man kann also die Vorstellung entwickeln, dass so ein ERP-System im Kern eines Unternehmens die Auftragsmaschine ist. So, und die Auftragsmaschine, hier sieht man es dann ganz schön. Wir sehen jetzt hier die Production Orders. Wenn wir also jetzt hier hingehen, muss man gucken, dass ich mit dem Finger genau hinkomme. Hier ist es ganz schön, gehen also die Production Orders an ein Werk raus. Und hier auch nochmal wichtig, so ein ERP-System können nicht alle, aber manche, muss natürlich die Befähigung haben, mehrere Werke, also eine ganze Supply Chain, zu steuern mit entsprechenden Aufträgen. Und dann eben auch die Lieferungen, auch wenn sie mal Intercompany sind, zwischen diesen Werken entsprechend zu organisieren. Das ist, was es tut. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Damit dieses ERP-System funktionieren kann, braucht es Masterdaten. Wir erweitern den Begriff Masterdaten und sagen nicht nur, das ist ein Materialstamm oder ein Kundenstamm, sondern wir sagen, alle Strukturdaten, die so ein System braucht, auch die Stücklisten, gehören zu den Masterdaten. Jetzt kann man sich was ganz Einfaches vorstellen. Wenn diese Masterdaten, dieses Strukturgerippe oder dieses Netz auf Informationen, was ja alles Wissen von so einem Unternehmen beinhaltet, wenn das stark gut und gut vernetzt ist, dann läuft die Maschine gut. Man kann es ein bisschen vergleichen mit, wenn Sie noch Benzin im Blut haben, reinstem Sprit, also so 100 Oktan Sprit. Wenn man den in die Maschine tut, dann macht es und dann flutscht die auch gut. Das ist also eigentlich die Idee oder das, wo man Masterdata braucht. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Früher war das natürlich so, dass man dachte, Masterdata entsteht am Zeichenbrett und in irgendwelchen Excels und Office-Listen und auf Papier. Und deswegen haben die meisten ERP-Systeme, natürlich nicht alle, aber die meisten, doch eher rudimentäre Funktionalität, um Masterdaten aufzubauen. Und deswegen müssen die armen Menschen überall im Schweiße ihres Angesichts über Transaktionen da Daten reinballern. So, dass man das noch ein bisschen verstehen kann, gucken wir mal weiter. Genau hier habe ich auch das entsprechende Benzin, das im Prinzip klar ist, was kommt denn da entsprechend rein. Und hier habe ich mal ein grobes Beispiel dafür, unsere 360-Grad-Informationsarchitektur, wie die Stammdaten und Stücklisten zusammenwirken, als Beispiel. Das heißt, was geht da rein? Da gehen die Stücklisten rein, EBOM und MBOM oder MRP-BOM, wie wir sie nennen. MRP-BOM als diejenige Stückliste, über die der MRP-Lauf läuft. Wir brauchen Arbeitspläne, wir brauchen Zeiten, wir brauchen Ressourcen, die in Kostenstellen aggregiert sind. Alles Stammdaten, die wir brauchen. Man kann sich also vorstellen, wir brauchen ein Abbild, ein digitales Abbild unserer Strukturen, die wir dann in so ein System reinfüllen. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, das muss ja irgendwo entstehen. Aber es muss eben eigentlich nicht unbedingt im ERP entstehen. Man kann es auch dahin versorgen. Deswegen hat man natürlich eine ganze Menge an Diskussionen, welche Systemklassen man drumherum braucht oder nutzen kann, um dieses Core-ERP zu versorgen mit entsprechenden Daten. Und da kommen jetzt die anderen großen Systeme ins Spiel. Wir gucken mal hier hin und wir gehen sie im Einzelnen durch. Wir haben das, was sich das XLM nennt. X steht für eine Variable, kann man jetzt P oder C oder sonst was eintragen, spricht ja vom Application
Application Lifecycle Management, vom Product Lifecycle Management, vom Configuration Lifecycle Management. Also all diese Themen stecken da in dem XLM drin. Da gibt es eine Reihe von Systemen. Systeme sind uns mal egal. Man könnte argumentieren, dass die Stammdaten ja alle einen Lebenszyklus haben. Die lebenszyklusbehafteten Stammdaten müssen dann zeitrichtig ins Core ERP, wo sie ihre Wirkung in der Maschine entfalten. Und da kommen natürlich auch vom CRM und CPQ Dinge rein. Also meistens werden ja Angebote im CRM gemacht, die Opportunities im CRM gepflegt. Aus dem CRM kommen dann also Primärbedarfe im Sinne von Kundenaufträgen rein, die die Maschine halt zum Loslaufen bringen. Und vom CPQ kommen, wenn wir Varianten fertig haben, noch die entsprechenden Varianten oder die High-Level, manchmal inzwischen sogar schon Teile der Low-Level-Konfiguration rein. Das ist auch der Grund, warum man dann sagt, brauche ich eigentlich eine Low-Level-Konfiguration im ERP oder kann ich die nicht auslagern in den CPQ. So, und was wir unten sehen, da wo APS, MOM und MES steht, APS für Advanced Planning and Scheduling, MOM für Manufacturing Operation Management, MES für Manufacturing Execution Systems, kann man sich vorstellen, das Core ERP ist wie ein General und es gibt quasi einen Haufen Fertigungsaufträge mit und sagt, so, du Werk, du musst das jetzt fertigen. Und dann muss dieses Werk ja oder die Menschen im Werk sich ja organisieren, die fein planen, genau planen, wann mache ich jetzt welchen, weil ich habe öfters einen größeren Zeitraum, der auf den MRP-Lauf geht. Das passiert im APS, also werksnah und hier wieder interessant, man sieht in der Logik, dass so ein MES oder ein APS sich typischerweise auf ein Werk und nicht die gesamte Supply Chain bezieht. In dem Fall ist es natürlich notwendig, dass das Core ERP auch Supply Chain übergreifend das Ganze macht. Man sieht, wenn man so erklärt, ist es viel, viel einfacher und mit einem, ich denke, damit kann man es extremst gut verstehen und diese Analogien, die ich jetzt gebracht habe, die sind, denke ich, auch sehr, sehr präzise. So, das war's für heute. Ich freue mich über Fragen, beantworte die gern im System und sage auf jeden Fall, machen Sie es gut. Tschüss.